Hey Leute, nicht vergessen, falls ihr das nächste Mal Robux kauft, vergesst nicht unten rechts hier auf diesen Starcode zu drücken und dort Roman einzugeben und auf Validate zu drücken. Dadurch könnt ihr mich unterstützen, ohne dass es euch irgendwas kostet. Vielen Dank! Yo, 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 es ist mal wieder Geschichtenzeit, Geschichtenzeit mit eurem Lieblingsfuchs, dem Arzolino. Vergesst auf jeden Fall nicht, meiner Roblox-Gruppe beizutreten, denn dann könnt ihr auch gemeinsam mit mir spielen. Unten alles verlinkt und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Code zu benutzen, und zwar Roman, falls ihr euch Robux kauft, denn dann könnt ihr mich kostenfrei unterstützen. Heute spielen wir eine ganz, ganz coole Map, und zwar ist das hier nämlich die Roblox-Kindertagesstätte-Map, wo irgendwie was nicht richtig läuft, und wir gucken uns einfach mal an, was da passiert. So, auf jeden Fall, wir können uns auch hier im Shop was holen. Und zwar, ich hole mir am besten mal eine Taschenlampe. Denn Taschenlampen sind nämlich eigentlich ganz gut. Denn die kann man nämlich gut benutzen zum Videos aufnehmen. Und wir können uns ein Medikit benutzen. Das heißt also, falls wir irgendwie zu viel Schaden kriegen, würde ich mir mal ein Medikit holen, damit wir das auf jeden Fall schaffen. Und wir können mal gucken, was wir vielleicht noch so haben können. Wir können uns eigentlich auch noch einen Teddybär oder sowas holen. Aber ich glaube mal, das dürfte eigentlich reichen. Wir brauchen jetzt keine Ballons oder sowas in der Art. Naja, auf jeden Fall, das würde, glaube ich, schon klar gehen. Gut, dann würde ich sagen, die gute alte Taschenlampe haben wir. Jetzt können wir in den Bus noch einsteigen und wir sind gleich mit dabei. Okay. Oh nein, wir haben den Bus ganz knapp verpasst. Okay, dann lass mal einen anderen Bus nehmen. Wir nehmen den Bus nebendran, okay? Der hier. Nein, der ist auch neu. Okay, gut, ich habe beide Busse verpasst. Ich habe jeden Bus von den beiden verpasst. Oh nein. So, gut, dann gehen wir wieder in den ersten rein. Der ist natürlich... Warte mal, wir können uns dann vielleicht noch so eine Block die Cola holen. Dann können wir noch ein bisschen schneller laufen. Ist vielleicht auch nochmal ganz gut. Jetzt sitzen wir mit den anderen Leuten allen hier drin und jetzt geht es los. Übrigens, diese Map hier ist tatsächlich ein wenig gruselig. Das heißt also, falls ihr Angst habt vor so Gruselvideos, dann schaltet auf jeden Fall ab und schaut euch auf jeden Fall ein anderes Video an. Aber ich selber habe es noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie gruselig es ist. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich habe mir extra eine Taschenlampe geholt, damit wir hier nicht so, ne, damit es nicht so allzu dunkel ist. Aber es sieht schon danach aus, als ob hier, ja, es ein bisschen gruselig aussieht. Ich bin mir selber nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Vielleicht sollten wir da anklopfen oder sowas in der Art. Oh, da ist jemand rausgekommen. Hallo, das ist die Lilly. Mein Name ist Lilly. Moin, Lilly. Alles klar bei dir? Ich werde heute nach euch schauen und für die nächsten 2 Tage ebenfalls. Also ist die sowas wie eine Kindertagesstätte-Frau so. Naja, kommt. Lasst uns einfach mal reingehen. Alles klar. Das heißt also, die Geschichte fängt also an damit, dass uns eine komische Frau, die wir noch nie gesehen haben, zu uns, zu sich nach Hause einlädt und sagt, dass sie auf uns aufpasst. Interessante Geschichte. Sollte man solchen Leuten trauen? Ich bin mir nicht sicher. Willkommen drinne. Oh, fühlt euch frei, um etwas zu, ja, alles herauszufinden und anzugucken. Und guck mal, wir können hier den Globus drehen. Wo ist Deutschland? Wo ist Deutschland? Hier ist Deutschland irgendwo. Okay, da haben wir überall irgendwelche Sachen. Ein Fidget Spinner zum Drehen. Eine Katze, die wir anfassen können. Dann haben wir laute Musik. Ein Clown, der hier, glaube ich, rauskommen kann. Stimmt das? Ist das ein Clown, der rauskommen kann? Ja! Wow. Okay. Das heißt also, wir haben alles Mögliche. Die hier spielen Xylophon. Hier kann man sogar rutschen, Alter. Hui! Ins Bällebad einfach hinein. Schon voll der coole Ort hier eigentlich. Dann ist hier ein Dance-Off. Hier ist eine Cafeteria in dem Haus einfach drin. Yo, what? Was ist das denn? Alles so ultra bunt hier einfach, gell? Wahnsinn, ey. So, dann haben wir hier einen Wecker. Oh, das ungemütlichste Geräusch, was es überhaupt nur gibt. Und das war's auch schon. Oh, hey! Also, ihr seht ein bisschen hungrig aus. Komm, lasst uns ein bisschen was zu essen holen, sagt Lilly. Ah ja, das heißt also, da fängt schon an. Was möchtest du gern essen? Ein Sandwich, eine Pizza, ein Döner oder vielleicht doch ein Burger? Ich glaube, ich nehme einen Pizza. Einen Pizza nehme ich. Einen Pizza. Ich habe irgendwie Angst, dass die Pizza vergiftet ist, weil manchmal ist das nämlich so, dass die Pizza vergiftet ist und dann isst man die und ist man tot. Also werde ich vielleicht lieber nichts essen. Oh, ich sollte mich vielleicht zu den anderen an den Tisch setzen. Alter, die 2 anderen hier, die sehen ganz schön gruselig aus, wie die gerade hier am Tisch sitzen. Naja, also ich gehe da mal los und bestelle etwas für euch. Ist klar. Das heißt also, da kommen jetzt ein paar Leute an, die jetzt sozusagen noch ein bisschen zu spät kommen und die Frau ist jetzt extra für uns bestellen gegangen. Okay. Dann würde ich mal sagen, sitzen wir hier einfach. Hey, du da. Hä? Wie geht's dir? Coole Kiefermuskeln hast du da. Junge, der hat so eine richtige Schmalzlockenfrisur. Na gut, okay. Ja, ne, was soll ich sagen? Wie geht's dir so? Albatros. Er redet anscheinend nicht so viel. Oh, es hat geklingelt. Das muss das Essen sein. Los, lass uns gleich an die Tür gehen und beantworten. Ja, dann lass mal da hingehen. Auf geht's. Los, Lilly, los. Gute alte Lilly muss jetzt mal hier die Tür aufmachen. Go, go, Gadget. Attacke, Lilly.
Du schaffst das, du schaffst das. Lilly. Alles klar. Hier könnt ihr euer Essen genießen. Ja, dann gib mal her, da. Yeah, ich habe auch Pizza geholt. Was haben sich die Leute geholt? Die haben Pizza. Alle Pizza. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, dann essen wir mal hier die Pizza. Oh je. Yeah. Pizza. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es so schlau war, das zu essen. Das ist das Einzige, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ob das so sinnvoll war. Weil manchmal ist das Essen vergiftet und so fängt die Gruselstory an. Aber bisher ist ja noch alles in Ordnung. Jetzt schon abends. Okay, jetzt sollten wir am liebsten schlafen gehen. Okay, alles klar. Also jetzt ist so ein bisschen Schlafenszeit. Der eine sagt, nee, wir möchten noch weiter spielen. Aber ich glaube, jetzt müssen Mädels zu den Mädels rein und Jungs zu den Jungs wahrscheinlich rein. Achso, ja, okay, gut, ist egal. Sowieso das Gleiche. Ich glaube, wir können einfach schlafen gehen. Alter, guck mal, wie ich da drin liege, gell? Meine Ohren verschwinden einfach, wenn ich da drin liege. Okay. Gut, schlafen in so Stockbetten einfach. Oh Gott, ich schlaf oben. Da ist der Dings, der Typ mit den Kiefermuskeln, der ist da hinten. Seht ihr den? Der ist auch ganz, ganz früh schlafen gegangen. So, da liegen wir, da pennen wir. Alles total easy. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass jetzt gleich vielleicht das vergiftete Essen einsetzt. Ich könnte mir eigentlich noch so eine Bloxy-Cola einsetzen. Okay, was passiert jetzt, wenn ich die getrunken habe? Ah, okay, ich renne jetzt ein bisschen schneller, merke ich gerade. Hilfe! Und ich habe noch eine... Oh mein Gott. Oh, ich werde mal nach dem Lichtschalter suchen. Oh nein, der klassische Stromausfall. Ah. Aber funktioniert der Dings noch? Der Wecker funktioniert noch. Ist draußen irgendwas? Lass mal draußen gucken. Nee, sieht alles normal aus. Alle Leute sind wach. Oh mein Gott, was ist das da draußen im Fenster? Oh nein, es fängt an. Das habe sogar ich gesagt. Mein Monster, schnell, rennt. Aber wohin sollen wir denn rennen? Oh mein Gott, kommt es da durch? Oh mein Gott, da, oh mein Gott, das ist da. Guckt euch das mal an. Kommt es da raus? Guck mal, der eine hat sich da auf den Schrank verpieselt. Oh mein Gott, hier auf dem Schrank sind wir vielleicht sicher. Ha, gutes Versteck, Laura. Oh mein Gott, wo ist denn das Monster hin? Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, alles cool. Also wir sind hier auf dem Schrank oben drauf. Ich glaube, hier sind wir safe eigentlich. Da hinten ist es. Oh mein Gott, guck mal, das jagt gerade die Leute. Oh oh, die Laura, komm, lass mal näher zum Monster gehen. Lass uns das Monster angucken. Okay, wo ist es? Es darf uns nicht erwischen. Ist unten, glaube ich, oder? Da hinten. Es ist gerade in diesem Bällebad. Oh mein Gott, hat mich das gerade... Da hinten ist es. Oh nein! Das Mädchen wird vom Monster geholt. Oh nein, das Monster hat das Mädchen getötet. Okay. Das ist nicht so gut. Okay, ich gehe am besten hier wieder auf den Schrank drauf. Boah, ist das laut. Das ist unangenehm, muss ich sagen. Aber zum Glück, wir haben noch ein Medipack dabei. Damit können wir uns heilen. Aber ansonsten... Perfekt! Ich habe den Generator jetzt wieder angemacht. Oh, diese Lilly. Jetzt sind drei Kinder gestorben und jetzt erst hat sie den Power-Generator angemacht. Und guck mal, lächeln kann sie auch noch. Hey, das war ein Monster, was uns gerade angegriffen hat. Was? Ein Monster? Hör auf, so dumm zu reden. Ja, das ist eigentlich immer der klassische Werdegang. So, auf geht's. Komm, alle wieder ins Bettchen jetzt. Ach, toll. Na super. Ich möchte aber Dings ein bisschen Globus drehen. Nein! Ich gehe jetzt ins Mädchenzimmer. Haha. Nein, ich gehe in ein Jungenbett. Aber guck mal, jeder wieder auf derselben Position, ne? Oh, es gibt sogar einen Timer. Was passiert, wenn man nicht ins Bett reingeht? Guck mal, der hier ist wieder im selben Bett. Gute Nacht, Albatrosk. Gute Nacht, Ias. Gute Nacht, Draxin. Gute Nacht, Alice. Gute Nacht, Alsu. Gute Nacht, Laura. Und gute Nacht, alle anderen. So, ich liege jetzt auch im Bett. Aber unter mir pennt keiner. Ich bin der Einzige, der keinen Unternachbar. Nee, der andere gegenüber hat auch keinen. Okay, gut. Jetzt pennen wir. Okay, alles easy. Klingt doch schon mal voll in Ordnung. Oh, jetzt alles dunkel. Taschenlampe. Guck mal, ich habe eine Taschenlampe. Ich kann mit meiner Maus die Taschenlampe bewegen. Unangenehme Situation. Oh mein Gott, da ist er. Ich habe ihn gerade kurz gesehen. Er war kurz hier drin. Hatte irgendjemand anderes das auch gesehen? Er ist hier drin. Aber wo ist der? Wir müssen gucken. Also, der eine hat es auch gesehen, aber er sagt, er hat nicht ganz genau gesehen, was es genau war. Vielleicht ist es in der Cafeteria. Oh mein Gott, ein Wecker klingelt. Aber ich glaube, das hat irgendjemand gedrückt. Lass erstmal einen Fidget Spinner drehen. Hui! auf den Schrecken, gell? Also, was machen wir jetzt? Xylophon spielen? Okay. Was passiert jetzt? Jetzt schlafen wir einfach wieder, oder was? Können wir nicht einfach wieder schlafen gehen? Ach so, es ist schon der nächste Morgen. Guten Morgen, Kinder. Ich habe das Gefühl, dass es die Lilly ist. Ich glaube, die Lilly möchte uns fressen. Kommt runter in die Cafeteria fürs Frühstück. Da ist sie, guck. Sie ist bestimmt das Monster. Weil immer, wenn das Monster da ist, ist Lilly nicht da. Habe ich nicht recht, Lilly? Warum grinst du denn nur so? Ich habe kein Vertrauen in die Lilly. Ich habe nur Vertrauen in meine Taschenlampe, die ich immer bei mir trage. Lilly, gib mir Dings, paar Eier, ein bisschen Speck, ein bisschen Bohnen. Oh, ich liebe Bohnen.
Aber irgendwie denke ich mir, das könnte vielleicht eine ganz schön schwierige Situation hier werden. Deswegen setze ich mich hier zu meinen Freunden. Zu Alsu, zu Violet Rose und zu Albert Rose. Heute werden wir haben Pfannkuchen mit Blut. Nein, ohne Blut. Juhu, ich liebe Pfannkuchen. Ich frage mich halt, was jetzt mit diesem Monster ist. Ist es Lilly oder ist es doch jemand anderes? Weil meistens ist es immer derjenige, der bei uns ist. Oh, Pfannkuchen. Wir haben die sogar schon bekommen. Ja, nice. Jetzt erstmal ein paar Pfannkuchenfetzen. Oh, yeah. Yeah. Und jetzt sind wir alle satt. So, wisst ihr eigentlich, was für eine Zeit ist? Ist jetzt schon wieder Schlafenszeit oder was? Machen wir ja eigentlich nichts anderes in diesem Spiel außer Spielzeit. Ha! Was wollen wir denn spielen? Ja, lasst uns alle Spaß haben. Was? Was wollen wir denn spielen? Spiele mit deinen Freunden. Das ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist Spiele mit deinen Freunden. Ich dachte, wir werden hier angegriffen und von dem gesamten Monster... Oh mein Gott, die eine ist da rausgekommen. Wie ist die rausgekommen? Oh, ich will auch rauskommen. Wie kommt man raus? Oh mein Gott, man kann einfach rausgehen. Alter, das ist heftig. Guck mal, jetzt gibt es hier sogar eine Schaukel und sowas. Oh, und ein Ball. Das ist mein Ball. Lass meinen Ball in Ruhe. Ah, lass meinen Ball in Ruhe. Kann man sich auf den Ball draufsetzen? Auf den Ball, glaube ich, jonglieren. So, cool. Und da ist eine Sandburg. Lass die Sandburg kaputt machen. Okay, gut, doch nicht. Aber guck mal hier. Die Rutsche. Lass die Rutsche mal rutschen. Ich wollte schon immer mal Rutsche rutschen. Hui. Mann, ich bin die Rutsche einfach runtergelaufen. Das ist nicht richtig. Das muss anders sein. Naja, egal. Okay, dann lass hier nochmal eine Runde schaukeln. Oh, das war schon die Spielzeit. Na toll. Okay, super. Jetzt hat die mich hier auf den Boden geschmissen. Okay, Leute. Ich gehe da mal weg für eine kurze Weile. Ah, ja. Natürlich. Also, 1, 2, 8. Du wirst auf jeden Fall schauen, dass alle Leute sich benehmen, okay? Ja, na klar. So. Das ist natürlich immer eine gute Idee, wenn du da so 10 oder 12 Kinder hast, ja? Und da dann erstmal eine kurze Weile wegzugehen. Und die Nacht davor haben alle Kinder Angst gehabt, dass ein Killer da war. Ja gut, was soll man schon sagen, ne? Es passiert einfach, wie es passiert. Manchmal gibt's Sachen, die gibt's einfach gar nicht. Guck mal, da sitzt die. Die sitzt einfach jetzt hier vor der Tür. Was ist das denn da? Jetzt geht's wieder los. Das Licht flackert. Oben flackert das Licht. Okay, was passiert? Was passiert? Ich weiß selber nicht, was passiert. Jetzt müssen wir gucken. Lass im Schrank verstecken. Geht nicht. Okay, das muss das Monster von vorher sein. Okay, dann lass mal gucken, wo das ist. Aber wo ist es denn? Ja, guck mal, der eine Typ, der hat sich einfach gerade ins Bett gelegt. Einfach, gell? Einfach, weil er so viel Angst hat, legt er sich ins Bett. Was machen die hier? Die sind am Feuerlöscher. Ah, die kennen schon die Story. Und aus dem Feuerlöscher raus ist jetzt das Monster rausgekommen. Ich verstehe. Und es geht zum Feuer hin. Ah, ich weiß, was es, glaube ich, vorhat. Oh mein Gott, es zündet den Fernseher an. Welcher Genie ist eigentlich darauf gekommen, über den Fernseher ein Dings zu hängen? Guck mal, die stehen sogar schon am Feuerlöscher. Ich glaube, wir müssen als nächstes den Feuer... Oh mein Gott, Alter, hier brennt ja alles. Los, schnell, lass den Feuerlöscher nehmen. Okay, Alter, es stehen schon alle vor dem Feuerlöscher, gell? Ich möchte den Feuerlöscher haben. Ich möchte den Feuerlöscher. Ich habe den Feuerlöscher. Woo! Yeah, lass hier das Feuer jetzt ausmachen. Gegen das Monster und das Sofa ausmachen. So, dele. Guck mal hier, ich sitze einfach auf dem Sofa, währenddessen die anderen den Job machen. Okay, das war's. Cool, jetzt haben wir auch einen Feuerlöscher als Item. Okay, die eine sagt, das war's. Ich hab genug jetzt von diesem Platz hier. Wir sollten auf jeden Fall abhauen. Oder auf Lilly warten. Oder sollten wir auf Lilly warten, bevor sie zurückkommt. Naja, je nachdem. Lilly ist ja eigentlich diejenige, die immer wieder weggeht. Wir sollten auf jeden Fall abhauen. Wir werden sonst hier drin sterben. Was war das denn? Wir müssen unbedingt einen Weg finden, um hier rauszukommen. Ah, guck mal. Die Alice Cookie hat schon... Ich sage, ich kann mich erinnern, dass ich einen Lüftungsschacht hier draußen irgendwo gesehen habe. Und hier ist tatsächlich einer da. Und da stehen wir auch schon alle dran, gell? Okay, alles klar. Das heißt also, wir müssen diesen Lüftungsschacht hier wahrscheinlich... Hier, ich habe den Lüftungsschacht gefunden, sagt Albatross. Dieser komische Orangen-Team. Wir sollten auf jeden Fall ein Tool finden können, mit dem wir diesen Lüftungsschacht aufkriegen. Und da sind schon alle anderen. Hooray! Ich hab einen Hammer gefunden auf dem Bücherregal. Okay, das heißt also, mit dem Hammer müssen wir jetzt versuchen, diesen Lüftungsschacht kaputt zu machen. Okay, alles klar. Gut, dann lass mal hier wieder hochlaufen. Und jetzt müssen wir hier schnell durch den Lüftungsschacht durchkommen. Versuch mal hier mit allen anderen das ein bisschen so zu machen. Okay. Was ist das denn? Sind wir hier richtig? Hä? Wir sind in der Falle. Laber nicht. Wie geht's? Sind wir jetzt tot? Hä? Das kann doch nicht richtig sein. Es muss doch weitergehen, oder? Die eine isst einfach immer noch diese Pfannkuchen, gell? Die hat einfach immer noch diese Pfannkuchen dabei. Oh nein. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Weil ich bin da jetzt aus Versehen reingefallen. Sag mir nicht, dass man dann stirbt. Wo sind wir denn jetzt? Nee, wir sind richtig. Was soll das hier? Wir stecken hier unten fest. Oh nein. Die anderen sind alle schon gestorben, weil sie den Weg nicht gefunden haben. Ich denke, wir sollten hier mit Springen könnten wir hier ausbrechen. Das heißt also so lange springen, dass sozusagen die Tür vom Lüftungsschacht kaputt geht. Oh mein Gott, ob das funktioniert. Oh, es hat tatsächlich funktioniert. Ich weiß, ich habe gar nicht gesehen, wie es funktioniert hat. Okay, das heißt, wir können jetzt hier durch.
durchgehen. Wow. Also, wir sind jetzt durch den Lüftungsschacht durch und sind jetzt durch die Cafeteria wieder rausgekommen. Das war alles. Also, das heißt, wir sind gar nicht mal so schlau gelaufen. Okay, das heißt also, Lilly könnte jede Sekunde wiederkommen, sagt dieser Albatross. Und die würde uns Ärger geben, wenn wir jetzt nicht was anderes machen. Oh Gott, was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Okay, ich nehme diese Taschenlampe hier und schaue mich nochmal ein wenig um. Dieses Mädchen? Nein. Also 128. Ach, Lilly ist das. Hey, also hat sich jeder benommen? Wo ist Lilly? Ey, da ist Lilly. Also sagt, ja, alle haben sich benommen. Aber das Monster war wieder da. Ja, genau, Lilly. Also ich wette mit euch um 100 Euro. Okay, dass Lilly diejenige ist, die hier daran schuld ist. Hier ist kein Monster. Ihr müsst wahrscheinlich nur träumen. Irgendwie ist Lilly auch ganz komisch so, weißt du, mit ihrem kleinen Blick. Also, ich gehe da mal schlafen. Lilly hat nie Bock auf uns, gell? Lilly sagt die ganze Zeit, ich hab keinen Bock. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Aber wohin geht sie denn schlafen? Ich verfolge mal Lilly. Ich möchte mal sehen, was die tut. Also, die Laura sagt, Lilly wird uns das niemals glauben. Die werden uns bestimmt alle töten. Wir müssen schnell aus hier rauskommen. Frag mich, was Lilly jetzt macht. Ich muss sie beobachten. Wir sollten auf jeden Fall schnell hier rauskommen, währenddessen sie einen Schlaf macht. Dann wird sie es nicht bemerken, dass wir abhauen. Aber Lilly macht keinen Schlaf. Lilly steht einfach nur hier. Was ist, wenn die Hintertür noch offen ist? Müssen wir aus der Hintertür abhauen? Ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn die Hintertür nochmal? Okay, nein, die Gartentür ist auch verschlossen. Ich möchte sehen, was mit Lilly passiert. Die steht da einfach nur. Was ist hier passiert? Also die eine, die Violet Rose, sagt, dass sie die Tür kaputt machen kann mit dem Hammer. Aber was macht Lilly, wenn da was passiert? Ich möchte mir ansehen, was unten passiert. Aber ich möchte... Okay, die haben unten die Tür aufgemacht. Oh Gott. Okay, dann lass sie durch. Das heißt also, wir sind dann hier raus. Aber was mit Lilly? Kommt die hinterher? Warum stand die da oben? Das hat gar keinen Sinn ergeben. Okay, jetzt müssen wir durch den Wald abhauen. Okay, Bäume über Bäume über Bäume. Hier hat jemand den Baumsimulator gespielt. Da hinten ist eine Hütte. Und hier oben ist eine Art Planke. Das ergibt gar keinen Sinn, wo wir hier langlaufen. Okay, wir sind jetzt abgehauen und da hinten ist so eine Holzhaustür, irgendwie sowas. Okay, und jetzt geht's weiter. Okay. Ja, und die Musik hat sich auch gleich geändert. Okay, wir sind sozusagen, naja, ich denke mal, wir müssen jetzt im Wald bleiben. Wow, müssen wir jetzt im Wald bleiben? Lass mich raten, wir müssen bestimmt diese Holzstämme hier sammeln, oder? Wir müssen noch ein bisschen Essen finden. Ich muss mal wieder nur ans Essen denken. Irgendwo muss hier was zu essen sein in diesem Wald. Also, wir müssen jetzt irgendwas zu essen finden. Dann lass mal gucken, wo finden wir etwas zu essen? Etwas Gutes, Schmackhaftes, Nahrhaftes. Wie wäre es mit einem Wildschwein oder mit ein paar Bienen? Ich liebe Bienen. Oder vielleicht auch nicht. Die sind ein bisschen stachelig. Was können wir uns reinfetzen? Ich weiß es nicht. Was isst man so im Wald? Eigentlich Honig. Oder Wildschwein. Oder Trüffel. Trüffel. Ah, das sind Äpfel. Oder Äpfel. Ja. Äpfel ist eine gute Wahl. Guck mal. Ich habe einen Apfelbaum gefunden. So. Und weiter geht's. Ich habe ein paar Äpfel für uns alle gefunden. Roman, der Ehrenmann, hat ein paar Äpfel gefunden. Lässige Sache. Und dieser Albatross-Typ, der ist einfach schon fast tot, gell? Okay, die Leute freuen sich alle. Wir haben hier Äpfel. Rein mit dem Apfel und ab dafür. Super. Schmeckt. Schmeckt und hat Platz. Das heißt also für alle jetzt ein bisschen Äpfel gefunden. Und ich glaube, als nächstes müssen wir bestimmt diese Holzdinger hier aufsammeln, um uns wahrscheinlich irgendwas zu bauen. Ich frage mich auch nur, was ist eigentlich mit diesem Haus hier hinten? Ne? Da müssen wir doch auch noch irgendwas machen, oder nicht? Weil für mich sieht das hier so aus wie ein Haus, wo man definitiv rein muss. Ich sage, oh Mann, die Äpfel, die wir gegessen haben, waren verrottet. Was? Ich bin gestorben? Respawn. Mann, man durfte den Apfel nicht essen. Und ich war der Einzige, der es gegessen hat. Oh Mann. Keiner hat mir einen Tipp gegeben. Das ist unfair. Ah nein. Naja, ich habe jetzt 30 Robux bezahlt. Egal. So, das heißt also, die Äpfel, die ich da gefunden habe, waren verrottet. Die darf man nicht essen. Falls ihr also dieses Spiel nachspielen wollt, isst auf gar keinen Fall den Apfel. Und warum auch immer ich dann sofort gestorben bin von diesem Apfel. So, jetzt müssen wir uns irgendwie warm halten. Draußen wird es auf jeden Fall kalt. So, jetzt kommt der Part, wo wir das Holz sammeln müssen, bestimmt. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall ein Feuer machen. Das heißt also, Holz sammeln. Jetzt, wir könnten uns auch eine Hütte bauen, um uns dort so ein bisschen Platz zu haben, damit wir da so ein bisschen Platz haben. Sollten wir ein Haus bauen oder Feuer? Feuer. Weil Haus gibt es nämlich da hinten schon. Warum sollten wir das machen? Oh Mann, jetzt habe ich Angst, dass ich wieder sterbe, wenn ich was Falsches auswähle. Hilfe, ich will nicht sterben. Ich bin zu jung dafür. Ich bin nur ein kleiner Fuchs. Ein kleiner Fuchs. Ein kleiner Fuchs. Okay. Dann bauen wir mal ein Lagerfeuer. Okay.
Das heißt, wir bauen also heute ein Lagerfeuer. Okay, dann lass uns aufteilen. Jeder sollte Holzteile sammeln. Und ja, wir sollten dann ein Feuer auf der Spitze des Berges anmachen. Klar, haben wir schon mal ein Holz. Lass mal alle Holzarten hier finden. So, wo gibt es hier noch Holz? Ein Holz lag da neben der Hütte. Das wir haben jetzt schon 3, 4. Eins war unter diesem Berg an sich. Das haben wir auch schon gefunden. Ne? Jetzt haben wir schon 5 von 7. Das heißt, nicht mehr viel fehlt. Dann haben wir alle. Hier ist nochmal 1, 6 von 7. Und jetzt müssen wir nochmal ein bisschen rumgucken. Das letzte Holz ist hier ebenfalls irgendwo. Und das wurde schon gefunden. Perfekt. Jetzt können wir alle auf die Spitze des Berges und schauen, was hier passiert. Ich frage mich, ob das Monster nochmal erscheint. Oder ob es jetzt mit dieser, mit diesem Mädel da, diese, wie hieß sie nochmal? Liza? Irgendwie sowas. Ob die diejenige ist, die so böse ist. Okay, jetzt haben wir hier ein Feuer angemacht. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätten wir ein Häuschen gebaut. Weil ich glaube, mit einem Häuschen hätten wir bestimmt Ärger bekommen. Aber so haben wir immerhin etwas. Ich trinke jetzt erstmal meinen Bloxy Cola. Yeah, dadurch kann ich jetzt wieder schneller laufen. Woo! Und eine Taschenlampe. Ich mach's immer an. Dann können wir mal nach außen immer so gucken, was da abgeht. Taschenlampe ist immer da, wo eine Maus ist. Okay, Musik ist gruselig, Feuer ist an. Und wir sind auf der Spitze eines Bergs. Ich habe das Gefühl, wir müssen bald weglaufen. Weil hier wahrscheinlich irgendwo ein Monster erscheinen wird. Oh nein, Regen. Okay, das ist ein Regensturm. Und dafür, jetzt müssen wir unter, müssen schnell in diese Höhle hier rein. Okay, perfekt. Wir sind in der Höhle drin. Oh Gott. Okay, wenn man das nicht weiß. Aerosoline sagt, ich wünschte, ich hätte einen Regenschirm. Man hat sich, glaube ich, am Anfang von dem Spiel einen Regenschirm kaufen können. Alter, die eine isst gerade den Apfel einfach. Die eine hat einfach den Apfel gerade gegessen. Ich schwör's euch. Die hier, die Elise, die hat sich einfach einen Apfel gegönnt. Fällt doch jetzt tot um, oder? Oh mein Gott, draußen wütet es richtig. Und ich bin auch der Einzige hier, der so der ein Junge ist. Die anderen, die alle überlebt haben, sind alles nur Mädels einfach. Ha! Oh Mann, die Jungs von heute schaffen nicht mal mehr hier so eine Ob. Aber ich wäre eigentlich auch gestorben. Normalerweise dürfte ich eigentlich nicht mehr leben. Eigentlich sind hier nur die Mädchen, die überleben, Mann. Es sieht so aus, als ob der Sturm vorbei ist. Oh, okay. Alles klar. Das heißt also, in der Hinsicht sind wir sicher. Was wollen wir machen? Ich weiß es nicht. Jetzt lass doch mal endlich in dieses Häuschen herausgehen. Niemand hat bisher irgendwas zu diesem Häuschen gesagt. Und warum wurde vorhin eigentlich vorgeschlagen, dass wir uns ein Häuschen selber bauen sollen, wenn hier eigentlich offensichtlich ein Häuschen steht? Naja, ich benutze mal mein Medikit, damit ich mich mal verarzten kann. Ja, yeah, volles Leben. Blub. So, machen Sie auf. Hier ist das FBI. Oder doch nicht. Oh nein. Leute, ich... Oh mein Gott, das Monster. Oh mein Gott, was? Ich wurde da gerade vom Monster mitgenommen. Habt ihr das? Was ist das denn? Hey, Mädels, ihr müsst mich befreien. Ah, was ist das denn? Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ich habe eine Versicherung gegen sowas abgeschlossen. Hoffe ich mal. Rettet Aerosolino. Bitte rettet mich. Das Monster teleportiert sich. Ey, 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 Mädels, ihr müsst mich dringend retten. Finde Aerosolino. Oh, Elise, Elise, komm her. Bitte, bitte. Rette mich, dankeschön. Okay, sie hat mich gefunden. Das Monster ist Dings weg, oder? Oh mein Gott, nein, das Monster hat mich wieder... Hey, Leute, ich bin hier. Ich mach Licht, dann werden die mich finden. Wo sind die denn? Hey, 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 ihr sollt mich finden, hier bin ich. Hallo, ich sterbe sonst. Hallo, denkt ihr mal bitte an mich? Ich bin Dings, ich bin hier. Hallo? Da, da sind sie. Ihr seid die Besten. Mädels, ihr seid die Besten. Ja, ja, ich werde gerettet, Alter. Puh, ich hätte nicht gedacht, dass das so passiert. Okay, Mädels, ich bin jetzt hier. Hier hinten. Was geht? Hier, hier, hier. Genau, schön befreien. Genau, schubst das Monster weg. Dreckige Monster da. Okay, jetzt schiebt er mich einfach weiter. Was soll denn das? Er soll mal hier das Kabel abmachen, wo er mich dran geschnürt hat. Nein, er steckt mich in das Haus rein. Bitte nicht. Die Tür ist ab. Was? Was ist das denn? Wir müssen auf jeden Fall da einbrechen. Was ist das denn? Der hat mich hier, Dings, der will mich klonen oder sowas. Oh nein, bitte nicht, tut sie das bitte nicht. Okay, okay, das eine Mädchen sagt, ich habe immer noch den Hamster von früher. Oh, die müssen da auf den Knopf drücken, damit ich hier wieder rauskomme. Ich könnte versuchen, die Tür einzubrechen mit diesem Hammer. Los, Violet, bitte macht das. Ihr müsst mich dringend retten, bevor ich hier drinnen sterbe. Ich armer kleiner Fuchs. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, Mädels, da seid ihr. Drück aufs Knöpfchen, bitte. Aerosolino! Ja, das bin ich. Hallo, guten Tag. Trete meiner Roblox-Gruppe bei. oh mein Gott, was ist das? Ja, ich bin hier eingesperrt in dieser komischen Kapsel. Drück mal auf den grünen Knopf. Wir müssen ihn unbedingt da rausbekommen. Ja, drück auf den grünen Knopf, damit ich hier rauskomme. Los! Was, wenn wir diesen Knopf hier drücken? Ja, genau, drück ihn. Bitte drück ihn. Komm schon, hol mich hier raus. Ich will hier nicht mehr sein. Oh mein Gott, sollten wir den Knopf drücken? Ja oder nein? Oh mein Gott, ja? Ich denke ja. Warum? Warum sollte man nein drücken? Okay, dann werde ich ihn drücken. Nein. Oh Gott, was passiert jetzt? Nein, ich verbrenne. Ich bin verbrannt. Oh mein Gott, was haben wir getan? Respawn. Oh Mann, ich muss jetzt schon wieder Robux bezahlen. Da bin ich. Ich lebe wieder. Hi, was geht? Oh nein, ich bin da drin einfach verbrannt. Oh nö, das ist voll traurig. Wir hätten ihn nicht drücken sollen.
In dieser Situation darf man nie einen Knopf drücken. Aber die, ich glaube, die Mädels haben es nur gut gemeint. Die wollten mich eigentlich nicht verbrennen. Die wollten nur nett sein. Wo ist jetzt das Monster? Oh mein Gott. Da ist gerade einfach ein Stein runtergefallen. Oh nein, wir sind eingesperrt. Na toll. Yo, was? Pass auf, der Boden geht auf. Oh nö. Bitte nicht. Können wir das bitte lassen? Bitte. Autsch. Okay, jetzt heißt es Obby. Okay, wir sind in eine Höhle reingefallen. Okay, Obby kann ich gut. Okay. Wir müssen schnell von hier rauskommen. Okay. Komm, lass Obby machen. Okay, zack. Schnell aus der Höhle raus. Aber hier muss man einfach nur gut Obby spielen. So, Obby kann ich zum Glück irgendwie ein bisschen gut. So, jetzt muss ich nur ein bisschen warten. Alter, der Boden geht hoch. Das Wasser. Oh mein Gott, wie soll ich da rüberkommen? Oh mein Gott, da muss man seitlich da hochgehen? Ist sie sich da sicher? Okay, ich bin jetzt... Was? Okay, ich bin der Einzige, der überlebt hat. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich bin jetzt alleine. Hey, Lilly. Oh, yo. Natürlich, na klar. Was machst du hier, Lilly? Ich bin einfach der Einzige, der überlebt hat. Kinder, ich habe euch endlich gefunden. Na toll. Aber sag mal, guck mal, ich stehe einfach falsch herum, gell? Aber wie bist du eigentlich hierher gekommen? Als ich dir nachgeguckt habe, auf jeden Fall. Na klar war's, Lilly. Mit ihrem Monster. Wer denn sonst? Ihr Kinder, wirklich gedacht, ihr könnt von mir entkommen? Ja, eigentlich schon. Ich dachte eigentlich schon. Oh mein Gott! Lilly, bist du die ganze Zeit das Monster gewesen? Ja, tu jetzt nicht so, Erosolino. Du weißt ganz genau, dass sie das war. Naja, auf jeden Fall, ich hatte genug von euch, als ihr die ganze Zeit eure Späße gemacht habt. Guck mal, ich kann die ganze Zeit das Licht an- und ausmachen. Ihr habt meine Tagesstätte ruiniert. Und jetzt will ich euch ruinieren. Was? Mich ruinieren? Weshalb denn? Alter Junge, jetzt fallen hier auf einmal diese Teile da runter. Oh mein Gott. Okay. Was? Junge, der schießt einfach einen Laserstrahl aus seinen Augen. Willst du dich veräppeln? Seit wann gibt's denn sowas? Oh, ich bin auch gestorben. Alter, es sind einfach alle gestorben. Das sind einfach alle Grabsteine von allen. Aber Lilly lebt noch. Und es geht ihr gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Lilly ist jetzt das böse Monster. Und inzwischen sind alle gestorben. Und wenn sie nicht gestorben sind, was sie eigentlich in echt sind, dann leben sie heute nicht mehr. Ich hab gewonnen! Das war die Geschichte, die wir hier heute spielen sollten, ne? Ja, das war ein schlechtes Ende, aber schlechte Enden muss es auch mal geben. Okay, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, die heutige Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und tschüssikowski!